Hallo und willkommen zurück in WoW, beziehungsweise halt in den Sümpfen des Elends. Dann gehen wir mal hier weiter gucken. Wir müssen Ritter töten, Magier töten und getötete Orks hier irgendwie markieren. Huch. Achso, jetzt haben wir hier anderes Phasing. Okay. Na dann. Deswegen sind nämlich hier andere Leute plötzlich da. So, hau mit! Hau drauf! Okay, die fallen dann so um. Ach, Dreck. Jungs, helft da nicht mit. Gehen die da doof rum und machen nichts. Hier die Oger. Da noch so ein Ritter. Was war das denn? So, wo sind... Ach, da sind die Magier. Dann machen wir uns schon mal da so halbwegs auf die Richtung. Und... Na, da sind auch ein paar... Ein paar Gefallene. Mal gucken, ob ich die hier alle finde. Das ist ja hier fast die Ostereier suchen. Daneben. Der sitzt dafür. Blöpp. Das ist aber ein niedliches Fähnchen. Ob der das da von da hinten aus sieht? Nee, das war so ein Ritter. Der ist nicht von uns. So, wunderbar. Ach, hier liegt auch noch einer. Moment. Das lädt immer noch auf. Ach komm, mach nicht doof. Ich glaube, das sind hier die ganzen Orks, die denselben Auftrag hatten wie ich jetzt hier. Das ist so weit entfernt. Bitte was? Ich muss näher ran. Ich bin außer Hallo? Reichweite. Du steh hier drauf. Das ist so weit entfernt. Zu weit entfernt. Hallo, geht's noch? Noch näher geht's nicht. Könnte ich halt draufstehen, ja. Aua. So. Ich bin außer Reichweite. Außer Reichweite. Dann nehmen wir den da. Mir doch Wumpe. Welchen Ork ich hier markiere. Hauptsache, ich bekomme hier ein paar markiert. Deswegen, bei 7 Stück ist schon ein bisschen schwierig. Ich ja echt schneller hier die Magier alle down. So. Finden wir denn hier ein paar Orks, die hier irgendwo in der Nähe liegen? Ne, nur hier. Uncool. Hä? Okay, da war es Phasing etwas verbuggt.
Da liegt noch ein Ork rum. Guck mal, ob wir den da markieren können. Blip. Noch jemand? Noch irgendeine Leiche? Bist du eine? Ja. Ich muss näher ran. Wieso? Näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Also das ist natürlich wieder total für den Hugo. Das ist zu weit entfernt. Wenn man halt hier mal so irgendwie so einen getarnten toten Ork hier mal findet. Und man dann mit dem hier nichts machen kann, ist das echt doof. Die sieht man doch nicht. Hätten ja hier auch irgendwie so Schwarzorks oder sonstigen Kram da engagieren können. Die würde man ja hier im Sumpf besser sehen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ja. Oder sind die da schon irgendwie alle ausgeplündert worden? Das ist doch doof. Ich muss näher ran. Ja, geht nur irgendwie anscheinend bei jedem zweiten Ork. Dieser Zauber ist noch nicht. Ach, Mist. Okay, das ist dann halt bitter, wenn hier Lava-Eruption verfehlt. Aber ganz bitter ist das. So, zwei Orks bitte. Können wir den immer noch nicht? So weit entfernt. Probieren wir gleich nochmal die da hinten, die wir die ganze Zeit schon am Markieren sind. Fällt dann nicht auf. Wenn man die halt da mehrfach markiert, Hauptsache sie sind markiert. Blöp. So, welcher ging noch? Den ging's, glaube ich, nicht. Aber irgendwo da oben war da noch einer. Oder? Wo war denn der? Da. Ich glaub, irgendwo der da oder der da hinten ging. Erstmal wieder hier uns durch die hier durchschlagen. Hier die Reihen ausdünnen. Okay. So, du? Du? Ich muss näher ran. Du? Das ist zu weit entfernt. Okay, fertig. Und jetzt ab dafür. Irgendwie hier den großen Weg machen. Ist aber echt doof, wenn dann halt nicht jeder Ork funktioniert. Wäre alles viel schneller gegangen, wenn jeder Ork hier direkt gepasst hätte. Naja. Mussten wir halt noch ein paar von den komischen Soldaten da niedermachen. So, aber ich hoffe mal, dass jetzt auch hier nochmal gefaced wird. Und wir hier die Schlacht gewonnen haben.
Tim, tim, tim. So, hallo. Blut und Donner. Ihr seid ein wahrer Champion, dass ihr auf dem Schlachtfeld so viel in das Leben genommen habt. Ja, mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass es ausreicht, um Steiner zu retten. Streitkolben, Armbrust, Axt und ein Stab. 368 ist besser. Ohne eine Verbindung zur Außenwelt muss sich die Allianz auf das verlassen, was sie in die Sümpfe mitgebracht hat. Wollen wir doch mal sehen, wie sie mit unserer vertrauten Umwelt fertig werden. Naja. Für die Horde. Vor allen Dingen halt die ganzen Moskitos und so. Mit eurem Mut ehrt ihr sowohl die Toten als auch die Lebenden. Vielen Dank. Vorwärts zum Sieg. Wenn wir schon... was? Wir werden angegriffen. Wieso das denn jetzt? Die Allianz hat unsere Mauern erreicht. Euer Handeln hat ihren Vorstoß verlangsamt. Doch sind sie uns zahlenmäßig immer noch weit überlegen. Verdammt. Dies wird unser letztes Gefecht sein, Sieg oder Tod. Ich wünsche euch einen ehrenhaften Kampf. In diesem Augenblick toben die Kämpfe bereits innerhalb unserer Mauern. Treibt diese Bestien aus Steinhardt für die Horde. Ja. Shit. Eindringlinge? Ach, ich höre sie ja schon. Dabei war dazu mal ein total friedliches Sümpfchen und so. Naja, zumindest mal bleiben die hier schön brav stehen. Wir können hier casten. Klack, klack. Ja, dann nehmen wir dich hier. Ja, dann Visier auch. Wenn ich hier schon Tab drücke, dann könntest du ja schon längst hier was anvisiert haben. Die Hälfte haben wir schon mal. Vertreiben wir so mal hier von innen nach außen. Oh, hier steht noch einer. Da. Na, treffen müssen wir halt auch können. Caste doch mal bitte weiter. Blub, blub. Noch drei. Eins, zwei, drei. Wo sind eigentlich die Hexenmeisterin von eben da abgeblieben, die da in der Hütte steht mit ihrer Succubus? Die könnte ja hier auch ein bisschen helfen. Oder hat die gerade ihre gewerkschaftlich geregelte Pause? Ne? Muss ich schon hier irgendwie Hit irgendwie sammeln? So, 12 von 12. Und hier innen drin ist alles sauber. Haben wir gut gemacht.
So, was will er jetzt von uns? Jetzt will er bestimmt hier, jetzt kommt irgendwie so ein ganz dicker Obermotz. Kraft und Ehre. Die Allianz wurde vertrieben. Steinhardt ist dank eures Mutes wieder sicher. Lokta Ogre. Mhm, drei. Gut, kriegen wir denn noch hier? Lieder brauchen wir alles nicht. Zwei, zwei, drei. Dann das da. Für die Horde. Nee. Ja, und da reicht das Level jetzt nicht. Schade. Na, dann müssen wir hier gerade mal ein bisschen farmen. Mist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch ein paar hier gehauen. Wie sieht's denn bei euch da hinten aus? Sind da noch ein paar... ein paar Jungs? Oder Mädels? Oder sonst irgendwie was? Ne, sieht nicht so aus. Wir haben gewonnen, aber ich komme hier nicht weiter. So ein Schiss. Brauchen wir nur noch... ja, 8%. Na toll. Na, dann gehen wir mal da an die Küste. Oder können wir hier... ach, komm. Level 55 Spinnen. Mir wurscht. Okay, mir Wurst, wenn ich den treffe. Nur dann ist mir das Wurst. Okay, aber wenn wir hier nur Spinnen farmen, das kann dann ein bisschen dauern, bevor wir hier Level Up haben. Ach, das ist ja doof. Ich will doch jetzt hier nicht grinden. Ja, vielleicht gibt es hier noch einen Rare Mob. Ein Rare Mob mit Loot, der uns da vielleicht ein bisschen den Tag versüßt. Na toll. Mob ist anwesend. Mal gucken, ob der auch was Schönes hat für uns. Sehr wahrscheinlich nicht. So, aber erstmal hier die Spinne weg. Und dann ihn da. Wo ist denn der? 53. Lächerlich. Ist ja lächerlich. Wir müssen nur ihn alleine bekommen. Das ist jetzt die große Schwierigkeit. Oh, zack. Ihn da schon mal stellen. Hier. Ich bin außer Reichweite. Komm mal her, du. Wunderbar. War auch nur Platte getroppt. Hurra! Zumindest das haben wir. Und wir sind kurz vorm Level Up. Ah. Jawohl! 53. So, jetzt können wir mal gucken, ob die Quest da hinten frei ist. Wäre toll, wenn ja. Ist aber auch doof, wenn die Questen hier nur... 53 ist doch nichts. Deswegen hier die 55er-Mobs machen mir jedoch gar nichts.
Naja, reiches Thorium. So, aber wir haben die Allianz hier erfolgreich zurückgedrängt, deswegen denke ich mal, dass hier auch nicht mehr großartig viel passiert. Ja, die Quest ist da. Oh. Blut. Es gibt noch viel zu tun, um uns von den Angriffen zu erholen und auf den nächsten vorzubereiten. All unsere Speere werden sich koordinieren müssen. Neka Blutnarb ist unsere beste Speerin und im harschen Ödland ausgebildet worden. Sie wurde zur Splitterspeerkreuzung geschickt, um Allianzaktivitäten zu überwachen. Begebt euch zu Neka, berichtet ihr, was in Steinhardt vorgefallen ist, unterstützt sie bei allem, worum sie euch bittet. Na toll, das hättest du mir auch direkt geben können. Hohler Kessel. Das ist doch jetzt keine großartige Schwierigkeit. Naja, egal. Ist jetzt sowieso zu spät. Ich mache jetzt Schluss für diese Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.